Stellen Sie sich vor, Sie sitzen irgendwo im Park, auf einer Bank oder im Museum auf einem Stuhl und plötzlich setzt sich jemand neben Sie. Sie denken noch, wie schön, der Stuhl ist endlich besetzt, ein Gesprächsnachbar, und da fängt Ihr Gesprächsnachbar auch schon an zu erzählen und er redet auf Sie ein. Nach gefühlten 30 Sekunden spüren Sie, dass Ihre innere rote Warnlampe angeht und Sie merken, Sie wollen raus aus der Nummer. Aber aus verschiedenen Gründen geht es nicht. Nach einer gefühlten Stunde sitzen Sie immer noch auf Ihrem Stuhl und kennen die Lebensgeschichte Ihres Gesprächsnachbarn. Oder Sie wissen, was das für ein toller Typ ist, der daneben sitzt. Kennen Sie das? Oder kennen Sie jemanden, der das kennt? Und wenn beides nicht zutrifft, dann sitzen Sie vielleicht auf dem anderen Stuhl. Eine andere Variante, die ich in meinen Workshops immer höre, Sie sind vielleicht auf einer Party oder auf einer Veranstaltung wie dieser und möchten eigentlich gerne in Kontakt treten, aber Sie haben keine Idee, wie Sie das machen können. In meinen Workshops höre ich dann immer wieder, ich kann doch nicht einfach fremde Menschen ansprechen. Und Frau Fiedler, also wenn da so eine Gruppe steht und die sich schon alle unterhalten, dann kann ich doch nicht einfach hingehen und die ansprechen. Also geht doch überhaupt nicht. Und eine Teilnehmerin hat mal gesagt, also Frau Fiedler, ich weiß nicht, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme, deswegen fange ich gar nicht erst an. Kennen Sie das? Kennen Sie jemanden, der es kennt? Also, ich kenne das alles ganz gut. Ich war früher so scheu, dass ich mich überhaupt nicht traute, fremde Leute auf Partys anzusprechen. Und ich stand in einer Ecke, meistens alleine, und unter Garantie stand auf der anderen Seite des Raumes jemand, der jemanden suchte, den er volltexten kann. Und er kam dann zu mir und saugte sich an mir fest. Meistens habe ich nach 30 Sekunden gespürt, dass ich raus will aus der Nummer. Aber nach der Stunde stand ich immer noch da. Und heute, 3000 Workshop-Teilnehmer später, weiß ich, dass es eigentlich total unsozial ist, nicht zu erwidern, wenn jemand redet. Aber es ist auch ganz schwer. Und ich fand es damals richtig schön, denn ich brauchte ja nicht zu reden. Meine Tür war zu. Die des Gesprächsteilnehmers war weit auf. Und er klopfte an meine Tür, dass ich meine endlich aufmache. Aber meine Tür war zu. Und heute weiß ich, dass viele Redner oft eine ganz große Verantwortung spüren, dass dieses Gespräch in Gange bleibt. Und dass wenig Redner oft die Tür irgendwie nicht aufkriegen. Und beide brauchen nur eine Erlaubnis. Der Vielredner, dass er sich endlich mal entspannen kann. Und der Wenigredner, dass er die Tür öffnen kann und den frei werdenden Raum nutzen kann. Und wenn beide diese Erlaubnis nutzen, dann ist echte Begegnung möglich, aus meiner Sicht.